Ja, hallo zusammen und herzlich willkommen nochmal zum Technologieforum vom ZVEI. Ist der letzte Vortrag heute und es geht wieder zurück in den Bereich Sicherheitstechnik. Und da geht es um die Fernwartung auch von Sicherheitssystemen. Und wer Gebäudesicherheitssysteme kennt, der weiß, dass die bei der Installation immer sehr gut parat sind, auf dem neuesten Stand sind, aber über die Zeit gibt es dann doch den einen oder anderen Fehler, den sich einschleicht. Irgendwelche Firmware-Updates müssen gemacht werden und werden nicht gemacht. Und deswegen hat Bosch auch ein System entwickelt für die Fernwartung, für ein Gebäudesicherheitssystem. Und vorgestellt wird das Ganze mit der entsprechenden Norm von Bernd Giegerich. Er ist Direktor bei Bosch für Behörden, Verbände und Normen und ist außerdem Vorstand der Arbeitsgemeinschaft für Planer und Errichter im ZVE. Bitte schön, Herr Giegerich. Ja, besten Dank. Ich darf eine kleine Korrektur anbringen. Ich stelle also kein System von Bosch vor, sondern ich stelle das Thema Remote Service in einer Gänze vor. Hier gibt es eine neue Norm und der Titel meines Vortrags: Innovationsschub in der Sicherheitstechnik, Remote Services Fragezeichen. Ich habe den Anspruch, dass wir vielleicht am Ende meines Vortrags gemeinsam das Fragezeichen durch ein Ausrufezeichen ersetzen. Seien Sie gespannt. Zu meiner Person: Ich bin bei Bosch Sicherheitssysteme beschäftigt, spreche aber heute hier in meiner Eigenschaft als Mitarbeiter des Arbeitskreises auf europäischer Ebene, der diese Norm erstellt hat. Die Agenda: Ich gehe kurz auf Vorteile und Risiken ein, die sich aus Remote Services ergeben. Das Thema Normenlandschaft: Was hat sich verändert, was ist neu? Begriffe und Aufbau der Infrastruktur für Remote Services. Ich zeige beispielhaft einen Use Case, mehr ist jetzt in der Kürze der Zeit nicht machbar, und gebe einen kurzen Ausblick, wo könnte die Reise hingehen mit dem Thema Remote Services in der Gebäudetechnik. Welche Vorteile? Ich denke, ist klar, für Errichter und Systemintegratoren sind die Vorteile der Ersatz bzw. die Ergänzung von Vor-Ort-Einsätzen. Wir haben alle das Thema Fachkräftemangel, wir haben das Thema Klimawandel, das heißt, unnötige Fahrten sollte man einsparen. Das heißt, hier Dinge wirklich aus der Ferne zu tun, die möglich sind. Dann ist das Thema, ich kann Vor-Ort-Einsätze besser vorbereiten und habe dadurch eine erhöhte Erfolgsquote im ersten Anlauf. Das heißt, ich habe das richtige Ersatzteil dabei, ich habe die richtigen Messgeräte dabei. Dadurch wird auch Zeit, Geld und CO2 gespart. Dadurch, dass ich in die Anlagen permanent hineinhören kann und deren Zustände kenne, kann ich auch leichter eine vorausschauende Instandhaltung machen. Dadurch, dass ich keine Punktbeobachtung mache, sondern wirklich die Historie auch bewerten kann, kann ich Aussagen treffen, welches Bauteil, welche Komponente vermutlich im nächsten Inspektionsintervall ausfallen wird und kann die proaktiv austauschen. Dadurch habe ich einen optimierten Ressourceneinsatz und kann meine Einsätze auch besser planen. Für die Betreiber von Gefahrenmeldeanlagen ergeben sich die Vorteile, dass schneller reagiert werden kann. Klar, in dem Moment, wo ein Event eintritt, ein Incident, kann versucht werden, erstmal aus der Ferne das Thema zu lösen, und es ist keine langwierige Anfahrt notwendig. Ich habe geringere Störungen im Betriebsablauf. Heißt, ich reduziere die Störungen und ich kann Themen, die ich bislang vor Ort inspiziert habe, vielleicht aus der Ferne inspizieren und muss nicht irgendwelche Prozesse, die das Kerngeschäft meines Kunden betreffen, vorübergehend außer Betrieb nehmen. Reduzierte Ausfallzeiten und natürlich, denken Sie nur an die Einbruchmeldeanlage, die sich abends nicht scharf schalten lässt, weil im zweiten Stock noch ein Fenster offen ist, das kann dann aus der Ferne erkannt werden und dem Betreiber den Tipp gegeben werden: Geh doch bitte mal in den zweiten Stock, Zimmer XY, schließ das Fenster, dann kannst du auch deine Einbruchmeldeanlage scharf schalten. Es gibt aber auch Risiken und die müssen betrachtet werden. Das heißt,
Wenn ich aus der Ferne so eine Anlage komplett bedienen und steuern kann, dann besteht natürlich zunächst mal das Risiko, dass ich unbeabsichtigt was abschalte, durch eine Fehlbedienung oder was auch immer. Das muss entsprechend berücksichtigt werden, dass das nicht passiert. Und auch das unbeabsichtigte Auslösen von Ansteuerungen. Denken Sie nur mal an Löschanlagen. Hier kann natürlich ein erheblicher Schaden entstehen. Letzten Endes könnten sogar Menschen gefährdet werden. Das Thema Beeinträchtigung der IT- und Datensicherheit habe ich hier der Vollständigkeit halber hingeschrieben. Ich bin aber der Meinung, dass es kein zusätzliches Risiko gibt. Es ist nur ein anderes Risiko. Sie alle kennen die Servicetechniker, die mit ihrem Service-Laptop von Kunde zu Kunde fahren. Auch da gab es schon Fälle, nicht bei uns, auch nicht bei unseren Wettbewerbern, aber im Ausland natürlich. Wenn so ein Laptop infiziert ist, dann zieht der eine Blutspur von Kunde zu Kunde. Das heißt, diese Risiken habe ich auch heute schon. Ich muss sie nur bewerten und in Griff bekommen. Und das ist bei einem Remote-Service genauso möglich, meines Erachtens sogar noch besser, als bei On-Site-Services. Das sind, oder auf der linken Seite, das ist die Norm, DIN EN 50710 im Mai 2022 in Deutschland veröffentlicht. Diese Norm stellt Anforderungen an einen Anbieter von Remote-Services für Brandsicherheitsanlagen und Sicherheitsanlagen. Sie stellt keine Anforderungen an Produkte und sie definiert die Anforderungen nur für die zusätzlichen Risiken. Also nicht für den Service in Summe, sondern nur für die Risiken, die sich zusätzlich ergeben, wenn ich einen Service aus der Ferne erbringe. Auf der rechten Seite sehen wir eine technische Spezifikation, die in Deutschland als Vornorm erschienen ist, nach meiner Auffassung aber innerhalb weniger Jahre auch in den Status einer europäischen Norm erhoben werden wird. Hier geht es um die technischen Anforderungen an den Fernzugriff. Da werden die technischen Anforderungen noch etwas detaillierter beschrieben. Auf der linken Seite, mangels Zuständigkeit, konnten wir das nur generisch beschreiben. Und mit einem Verzug von einem Jahr kam dann diese technische Spezifikation raus. Die Normen sind aber soweit abgeglichen, es stehen keine Widersprüche. Insofern kann man sie gemeinsam anwenden. Ich gehe aber davon aus, dass bei der nächsten Überarbeitung hier eine noch stärkere Harmonisierung herbeigeführt werden wird. Und ich kann heute nur jedem empfehlen, auch diese technische Spezifikation respektive Vornorm zu berücksichtigen. So, was ist eigentlich neu? Jeder, der in Deutschland mit der Sicherheitstechnik zu tun hat, kennt wahrscheinlich die DIN VDE 0833 Teil 1, die allgemeine Anforderungen an Gefahrenmeldeanlagen stellt. Sie sehen hier Erscheinungsdatum 2014, also schon recht alt, befindet sich zurzeit in der Überarbeitung und wird aller Voraussicht nach noch dieses Jahr ein neuer Entwurf veröffentlicht werden. In dieser Norm war auch schon das Thema Fernabfrage, Fernsteuerung, Fernparametrierung und Fernreparatur grundsätzlich erlaubt. Die Aussagen waren aber sehr rudimentär. Man spricht davon mit einer geeigneten Verbindung, nicht mehr. Und sie stellt die Anforderung, der Zugriff muss vor Ort direkt vor Ort manuell freigegeben werden. Zum Beispiel Schlüsselschalter, Codeeingabe oder wie auch immer. Das heißt, ich brauche vor Ort doch jemanden, der das tut. Das ist entweder der Kunde, der Nutzer oder ein eigener Mitarbeiter. Also dann habe ich eigentlich schon wieder keinen vollen Remote-Service, weil ja vor Ort was passieren muss. Und die Norm forderte, dass die Verbindung nach dem Service wieder gekappt wird. So, die DIN EN erlaubt jetzt wesentlich mehr. Nicht, weil man nicht mehr das Sicherheitsbewusstsein hat, sondern weil man entsprechende Anforderungen stellt. Ich habe das mal unter der Überschrift zusammengefasst, Liberalisierung auf Grundlage von konkretisierten Anforderungen. Also hier steht jetzt sehr genau, ich muss eine Risikobeurteilung machen, bezogen auf das Objekt,
den Juwelier, die Firma XY, wo ich Remote Service durchführen möchte. Das heißt, Standort, zulässige Funktionen, Kundenanforderungen müssen berücksichtigt werden. Die Norm gibt Empfehlungen, was vertraglich geregelt werden sollte zwischen Anbieter und Kunde. Sie stellt Anforderungen an die Organisation, die den Remote Service erbringt, und Anforderungen an den Betrieb, das heißt Informationspflichten, dass zum Beispiel Behörden informiert werden müssen bei bestimmten Tätigkeiten. Sie spricht von Fernfunktionen, also dem Lesen des unidirektionalen Datenverkehrs aus dem Objekt zum Remote-Service-Anbieter. Steuerfunktionen, das heißt, wenn ich zum Beispiel eine Bedienung auslöse oder einen Signalgeber auslöse, das wäre ein Hineinsteuern in die Anlage. Und das Thema Schreibfunktion wäre zum Beispiel Update, Firmware-Update oder aber auch eine Parametrierungsänderung. Zur Fernzugangsinfrastruktur sagt die EN 50710, wie die logisch aufgebaut sein muss. Und auf der rechten Seite habe ich jetzt nochmal die Anforderungen aus dieser Vornorm, die das etwas konkretisiert. Die sagt nämlich, ich muss Integrität und Vertraulichkeit gewährleisten, sprich Verschlüsselung, ich muss eine Authentifikation haben, eine Zwei-Faktor-Authentifikation, ich muss entsprechendes Berechtigungsmanagement haben und entsprechende Protokollierung und Überprüfung. So, und wenn diese Anforderungen alle erfüllt sind, dann kann ich das, was die VDE 0833 Teil 1 bislang gefordert hat, ist dann nicht mehr notwendig. Das fordert nämlich die 50710 nicht und die 50710 übersteuert die 0833 als nationale Norm. Das heißt, ich brauche nicht mehr diese unmittelbare Freigabe vor Ort und anschließende Sperrung und ich brauche auch nicht zwingend eine Überprüfung durch eine Elektrofachkraft GmbH vor Ort, sondern auch das kann gemeinsam durch einen qualifizierte Remote-Service-Kraft mit einer eingewiesenen Person oder einer sachkundigen Person, die zum Beispiel vom Betreiber des Objekts oder von einem Facility-Manager oder einer dritten Instanz bereitgestellt wird. Der logische Aufbau solch einer Remote-Access-Infrastruktur, RAI, ist hier dargestellt. Und wir gehen davon aus, oder die Norm ermöglicht es, dass wir jetzt in Zukunft zwei Anbietergruppen haben. Wir werden sicherlich Anbieter haben, die sich auf das zur Verfügung stellen dieser Infrastruktur beschränken, das heißt den Zugriff technisch ermöglichen. Denken Sie an kleinere Systemintegratoren, kleinere Errichter, die nicht in der Lage sind, so eine Infrastruktur wirtschaftlich selbst abbilden zu können. Die werden sich solchen spezialisierten Anbietern bedienen und den Remote Service Provider, der den Dienst in Summe zur Verfügung stellt und die Gesamtverantwortung gegenüber dem Kunden hat. Was ist jetzt das Besondere an diesem logischen Aufbau? Das ist die Komponente in der Mitte, der RAS, das ist nicht als Gerät zu verstehen, sondern das ist eine Funktion, der Remote Access Server. Der Remote Access Server macht das Verbindungsmanagement nach links und nach rechts. Dort ist auch die ganze das Berechtigungsmanagement angesiedelt. Das heißt, es darf nicht sein, dass ein Fernbenutzer von der rechten Seite eigenständig eine Verbindung zu einem überwachten Objekt aufnimmt. Das muss immer über den RAS laufen und dort sind die Berechtigungen hinterlegt. Was die Norm auch erlaubt, ist hier rechts oben dargestellt, Fernautomatisierungssystem, das heißt eine Cloud-Anbindung, die zum Beispiel bestimmte Checks zyklisch oder permanent durchführt, das ist zulässig.
ich habe hier mal einen Use Case beispielhaft mitgebracht. Wir gehen davon aus, im Moment ist der Hauptanwendungszweck im Bereich der Instandhaltung während des Betriebs. Ich komme aber im weiteren Vortrag noch drauf, dass durchaus weitere Themen hier aktuell werden. Jetzt haben wir wieder hier die Situation, Use Case wäre Vorbereitung eines Wartungs- oder Inspektionstermins. Das heißt, ich habe nach entsprechender Berechtigung eine Verbindung zur, hier AA steht für Alarmanlage oder GMA, und kann hier jetzt Daten auslesen. Ich habe in meinem Fernautomatisierungssystem permanent die Historie der Anlage und kann jetzt dem Servicetechniker, der hier links unten dargestellt ist, praktisch eine White- oder eine Blacklist mitgeben, auf der zum Beispiel draufsteht, was er nicht prüfen muss, weil es schon gecheckt wurde. Oder aber den Hinweis, schau dir genau die Komponente mal genauer an. Hier haben wir Indizien, dass die demnächst in Störung geht. Und damit wird dann der Einsatz vor Ort deutlich effizienter und wird Zeit, Geld und Ressourcen gespart. Ja, wo könnte die Reise hingehen? Das ist jetzt mal eine Folie aus unserem Haus. Denke, die ist aber allgemeingültig bis auf den Begriff Nexospace. Das ist bei uns die Dachmarke, in der wir alle Cloud-Services ansiedeln wollen. Aber im Grunde geht es darum, auf der linken Seite dargestellt, dass ich ein Objekt habe, ein Gebäude, und dort verschiedenste Daten entstehen. Aus der Gebäudetechnik, also Gebäudeautomation, aus der Sicherheitstechnik, aus den Geschäftsprozessen, aus dem ERP-System. Ist ja zum Beispiel auch interessant zu wissen, was ist denn gerade im Lager, wenn es da brennt. Ja? Also solche Dinge werden möglich. Diese Daten werden auf Basis dieser Norm, können die permanent in eine Cloud-Anwendung fließen. Das heißt, dort werden die Daten gesammelt, dort wird das Datenmanagement gemacht und die Datenanalyse und entsprechend dann auf der rechten Seite in verschiedensten Ausgabemedien dem Kunden oder auch den eigenen Technikern zur Verfügung gestellt. Ja, und damit denke ich, werden in der Zukunft Lösungen möglich sein, die Herausforderungen, die heute eigentlich jeder hat, der im Gebäudebetrieb unterwegs ist, die dort oft Painpoints sind, die dadurch gelöst werden können. Ich habe heute oft keine ganzheitliche Betrachtung des Gebäudes, sondern es werden immer die Domänen einzeln optimiert und durch solche Anwendungen remote und in der Cloud gibt uns die Chance, letzten Endes so ein Gebäude ganzheitlich oder die Gebäudetechnik ganzheitlich zu betrachten. Ich habe heute den Mangel an Information und Transparenz für die Gebäudebetreiber. Auch das wird dadurch gelöst. Nicht optimal funktionierende Technik wird frühzeitig erkannt. Dem kann entgegengewirkt werden. Und natürlich, was ja auch in aller Munde ist, das Thema Energieverbrauch dadurch optimiert werden. Mein Fazit, die europäische Norm DIN EN 50710 gibt Herstellern und Errichtern einen Rahmen, Orientierung für die Entwicklung neuer Dienstleistungen und Geschäftsmodelle und genauso wichtig Betreibern, wenn sie denn auf Basis dieser Norm ihre Dienstleistung einkaufen, europaweit die Gewähr, dass sie ein Mindestdienstleistungsniveau erhalten. Damit wäre ich am Ende und wenn wir noch Zeit haben, bin ich auch gerne für eine Diskussion zu haben. Dankeschön. Vielen Dank. Also wir können noch auf Fragen eingehen, wenn es Fragen gibt. Wie groß ist denn eigentlich noch der Sprung zwischen Geschäftsmodellen auf der Basis dieser Norm und ich nehme dem Betreiber die Verantwortung für Safety, Security oder im Wege des Safety Security as a Service ab? Der Sprung ist heute möglich. Das ist eine Frage des
der wirtschaftlichen Abbildung letzten Endes und der Risikobetrachtung. Das heißt, was ist es dem Betreiber wert, dieses Risiko an einen Dienstleister komplett zu übergeben? Aber machbar ist das heute auf der Basis möglich. Klar, eindeutig. Ich denke mal noch ergänzen, auch wo die Kompetenzen sind. Und wenn die natürlich beim Endkunden komplett vorhanden sind, macht es wenig Sinn. Wenn der von Sicherheitstechnik und dem Betrieb eigentlich relativ wenig Ahnung hat, sondern einfach nur seine Factory am Laufen halten will, dann kann er auf sowas gerne zurückgreifen. Ja? Ich denke, man muss sollte eins noch erwähnen, es ist natürlich selten, dass ein Objekt nur einen Anbieter hat. So, das heißt, die Anbieter werden ja auch auf verschiedenen Plattformen arbeiten. Es werden ja nicht alle auf der gleichen Plattform sein. Das heißt, in Zukunft wird die Anforderung einfach bestehen, dass es Cloud-Cloud- oder Plattform-Plattform-Kopplungen geben muss, um solch eine domänenübergreifende Zusammenarbeit möglich zu machen. In der Sicherheitstechnik haben wir ja heute schon den Trend, dass wahrscheinlich mit der nächsten Normüberarbeitung von einigen Produktnormen man davon sprechen wird, dass man Kernfunktionen hat in der Anlage vor Ort und dass dann weitergehende Funktionalitäten, weitergehende Features eben in der Cloud abgebildet werden und im Zusammenspiel einfach dieser Mehrwert entsteht. Aber am Ende des Tages muss so viel Nutzen generiert werden, dass auch der Aufwand bezahlt wird. Letzten Endes muss es ein funktionierendes Geschäftsmodell sein.